Ich habe noch ein paar Nebenaufgaben einkassiert und bin mir da stellenweise echt nicht sicher, wo die wohl sein könnten, aber ich dachte mir, ich drehe jetzt einfach mal eine Runde. Geld habe ich jetzt eh nicht mehr. Moment, ich kann noch mal kurz gucken, was ich ausrüsten kann. Ich habe jetzt hier bei der Armhandbrust ein bisschen Upgrades rein. Können wir die zumindest mal öfter benutzen. Das war jetzt, glaube ich, mit dem Mehrverschuss. Ach, guck mal, jetzt sieht man auch, dass das Waffenmodell anders geworden ist. Unten mit dem blauen Mana, Verstärkungsstreifen, würde ich mal tippen. Und, das ist auch ein bisschen schade, dass man jetzt hier man da hinten sieht, wie die Pflanzen reinkommen. Also, das ist so ein Ding, was ich mir echt bei vielen Spielen immer noch wünsche, dass die, vielleicht einen Slider drin haben, dass man das, wenn man später stärkere Systeme hat, hochdrehen kann. So genau wie hier die Lampe, die hier hinten zack, sichtbar erst angeht. Wenn man dann irgendwie, selbst wenn man jetzt dann nicht die Hardware dafür hat, dass man, wenn man in ein paar Jahren wiederkehrt, dass man sich dann halt noch ein bisschen hochdrehen. Ach, guck mal hier. Wow. Aber das ist ja cool, dass das auch farblich wirklich nochmal einen Unterschied macht. Ja, shit. Ich weiß auch von mindestens noch einer Stelle, ist mir noch eingefallen, wo noch eine Wand ist, die man zerstören kann. Aber ich glaube, das hier ist ein Bereich, in den komme ich auch anders, oder? Aber wenn jetzt hier das große Tor ist. Ja, da komme ich auch anders hin. Von da drüben war ich gekommen, das passt. Diese Bücher, die wir finden sollen für die Bibliothekarin, oder was auch immer sie genau ist, ob die einfach irgendwo rumliegen oder ob die nochmal extra markiert sind, weil das wäre auch ein bisschen fies, wenn die ansonsten gar nicht, jetzt ja gar keine Hinweise gäbe. Oh, ein Penny. Und, ich muss auch noch diese Waffe finden, diese eine. Wobei ich ja nicht sicher bin, ob das vielleicht erst kommt, wenn ich das Hauptspiel tatsächlich, die Hauptquest weitermache. Ach, guck mal, hier ist nochmal ein ganzes Zimmer. Übersehen. Geheimnis gefunden. Und a Pumpkin. Aber hier ist nichts weiter. Oh, da hängt einer ein. Hängt ein Erhangener. Tilda, ich habe gesehen, wie sie in dieses Gebiet vordringen. Sie sind langsam, aber sie bahnen sich ihren Weg hierher. Bin bereit zu sterben. Ich habe die harte Realität akzeptiert, dass ich ein furchtbar egoistisches Leben geführt habe. Ich verdiene, was mit mir geschehen wird. Ich wünschte nur, ich könnte mein liebstes Buch noch ein letztes Mal lesen. Es steht mittlerweile in der Bibliothek, glaube ich. Oh, wie gerne ich über diesen alten Mann Tilda... Oh, wie gerne habe ich über diesen alten Mann... Was? Habe ich über diesen alten Mann Tilda gelesen. Gut, dass wir irgendwelche besonderen Bücher in der Bibliothek finden würden, das überrascht mich jetzt nicht so wahnsinnig doll. Denn ich habe gehört, dafür sind solche Orte da.
Ach, guck mal, auch wieder Ausdauer verbraucht. Sehr schön. Oh shit. Und ich hab ihn nicht mal erwischt. Oh, der Speicherpunkt war zum Glück nicht weit weg. Und schon wieder kann er nicht rennen. Das wäre halt ein sinnvolles Upgrade gewesen. Verbesserte Ausdauer. Ich meine, es müssen ja auch noch ein paar Sachen kommen, weil... hier werden die Schlüssel gelagert. Aber es hier unten sieht aus wie Ringe, dass man die noch... Und hier ist noch irgendwas, was man reinpacken kann. Aber ist insgesamt ein bisschen spät, würde ich sagen. Also, es könnte... Das ein oder andere Element davon... Könnte eigentlich schon mal aufgeschlagen sein. Boah, sorry. So, genau, jetzt sind nämlich hier die Tentakeln weg. Aber da... Warte mal. Nee, hier will ich noch nicht rein. Aber guck mal, hier kann ich mir noch ein Upgrade holen. Haha. Ach, guck mal, maximale Ausdauer erhöht. Ach stimmt, natürlich. Es gibt ja die Upgrades für die Stats. Klar. Schön, ich hab vergessen. Schreinen. Weil es halt aber komischerweise ja auch nirgendwo angezeigt wird. Also wenn man mal irgendwo diese Werte haben könnte, ist das auch so weird. Warum ist es nicht einfach bei dem Charakterüberblick mit drin? Wie schnell bin ich jetzt? Wie viele Ausdauerpunkte habe ich? Und wenn das Upgrade kam, um wie viel wurde geupgradet? Das ist halt schon ein bisschen merkwürdig. Doch ein bisschen heavy, wenn man jetzt wieder in diese Gebiete zurückkommt, sind da ganz schön harte Gegner, weil die sind ja hier auch neu. Und es ist jetzt nicht so, als würde mir das Spiel die anderen Ressourcen hinterher schmeißen. Gegner könnten auch einfach mehr droppen. Also, ich glaube, darüber würde sich der Schwierigkeitsgrad deutlich besser regulieren lassen. Beziehungsweise das Gameplay. Indem man die einfach mehr fallen lässt. Aber man muss sie ja eh besiegen, sie kommen eh teilweise zurück. Dann packt man halt einfach bei denen bestimmte Mengen an Standardmunition und Lebenspunkten rein. Dann ist auch ein Großteil der Probleme einfach. Wäre dann weg, weil wenn man wieder voll aufgeladen ist, ist ja alles paletti. So, jetzt haben wir hier
hinten noch was. Hatte ich das schon mal weggefackelt? Oder ist das... Nee, eigentlich tauchen ja die Dinger nicht wieder auf. Geheimnis gefunden. Ah, siehst du? Neu. Guck mal, wer ist sie denn? Landstreicher. Wo mein Herz ist, dort bin ich zu Hause. Aber mein Herz ist nicht hier. Genauso wenig wie mein Abendessen. In der Stadt bin ich das Abendessen. Hier draußen zumindest nicht unbedingt. Ich wünschte, ich hätte mein Schwert mitnehmen können. Oder noch besser, meine Armbrust. Ah, habe ich beides mitgenommen. Ich glaube, ich bin... So, wir haben hier hinten den Leuchtturm. Da schaue ich noch mal kurz rum. Oh, sie können auch selbst sich verletzen an den Pfählen. Oder wiederum, wenn man die Magie, wenn die Magie vielleicht ein bisschen mehr standardmäßig regenerieren würde und man sie schneller und effizienter einsetzen könnte, dann wäre das wahrscheinlich mit den relativ viel nachspawnenden Gegnern auch nicht so wild. Schließt sich ja bloß wieder der Kreis. Hier drin selbst. Guck mal, die sind einfach wieder da. Das hatte ich alles kassiert. Aber die gleichen Berge. Nee, doch, der ist wieder da. Oder ich hatte ihn nicht zerstört. Ganz sicher. Also den Weg gehe ich jetzt noch oben noch nicht lang. Den Weg würde ich gerne unten durchschauen, um zu gucken, wo hier noch Sachen sein könnten. Nee, guck mal, die Fässer bleiben zerstört. Dann bleiben wahrscheinlich doch Sachen, die kaputt sind, zerstört. Aber die Truhe nicht, oder wie? Wie ist denn das jetzt runter? Ja, hier war halt eigentlich so eine schwere Truhe und die ist weg. Dann muss ich doch oben lang, oder wie? Ja, dann versuch ich mal oben lang. Haben sie das umgebaut oder ist das jetzt einfach ein Fehler, dass das nicht da ist? Oder man soll halt jetzt quasi auf dem Rückweg in der anderen Richtung hier lang. Da hinten ist das... Ja, das ist ja nur zum Lesen. Ah, ich glaube, hier war das mit dem Keller, oder? Ach, guck mal, hier liegt noch ein Zettel. Vorheriger Schmied, ich fertige meine letzte Klinge, als die Stadt in der Hölle des Sumpfes versank. Fertigte. Oh, hier liegt auch noch was. Aber kann ich nicht lesen. Ich höre Monstergeräusche. Ah ja, guck mal hier.
Ach, guck mal, da hat es mit der Verlangsamung mal funktioniert. Das war auch alles nichts, was ich weghauen kann. So, da drüben ist der Mechanismus. Sind wir durch. Das heißt... Okay, also hier unten glaube ich nämlich war noch... Ah, genau. Hier ist jetzt die... ist die Ranke weg. Das heißt, ich kann jetzt hier den Schlüssel benutzen. Dann haben wir zumindest schon mal das Geheimnis gelöst. Sehr gut. Ha, wunderbar. Ah, Würfel. Ist ja süß, dass hier so ein bisschen animiertes Wasser noch mit drin ist. Das ist die Werkstatt vom Schmied, oder? Aber was wollte er denn hier haben? Seine Notizen. Auftrag des Schmieds. Da sind sie ja. Diese Methode unterscheidet sich nicht wesentlich von der Herstellung anderer Rüstungen, aber diese ist robuster. Alle Rüstungen lassen ein gewisses Maß an Schaden abprallen. Von dem, was übrig bleibt, reduziert die Rüstung den Schaden erheblich und absorbiert den Rest. Wenn der Angriff zu stark ist, bietet sie dennoch einen guten Schutz. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man schwören, dass Schmiede über ihre eigene Magie verfügen. Das muss ich aber, glaube ich, dann nur zurückbringen, oder? Oh, soll ich mal versuchen, das anzuzünden? Ach, guck mal, das Holz da hinten geht auch gleich in Flammen auf. Ist ja geil. Cool. So mehr ist sie aber nicht. Ist übrigens auch geil, dass der Schmied halt hier so ein Gefängnis hatte. Geht's noch? Ja. Und natürlich wieder nachgespawnt. Surprise. Ja, genau. Und auch noch einer von den Dicken da hinten. Ratet mal, was niemand hat fallen lassen. Wieso schießen die, obwohl die... Also verbraucht die jetzt... Verbraucht die jetzt das blaue Mana? Okay. Also greift die quasi, wenn sie mit ihrer normalen Munition durch ist, greift die dann einfach auf das Mana zurück. Or is it a bug? Ach, guck mal, die Rüstung ist auch nachgespawnt. Ah ne, die hatte ich nicht eingesammelt, weil ich glaube, ich in dem Moment Rüstung hatte.
Jetzt müssten wir hier fast wieder den Kreis geschlossen haben. Naja, es verbraucht blaues Mana. Aber da könnte zum Beispiel auch in der Anzeige an der Waffe selbst die Grafik ein bisschen deutlicher sein. Also der blaue Balken, der in der Waffe drin ist, der könnte theoretisch 1:1 so gefüllt sein wie auch unten der kleine Mana-Balken. Aber das ist ja ganz gut, dass man das zumindest als Alternative dann drin hat. Hier ist... Ich glaube aber, die sind nicht so stark, die Angriffe. Weil die, warte mal, Ruhe. Warte, zwei kritische. Ne, sind schon mal genauso stark wie die normalen, wenn Munition drin ist. So, hier ist jetzt der Durchgang zu. Die sind neu. Und die Vögel sind wieder zurück, weil die habe ich garantiert doch mal weggeschossen. Shit. Oh, wo ist er? Da oben. Ah, da ist noch einer. Hey, wo kommen die denn jetzt her? Ja, zumindest hat man dann eine Waffe, wo man ein bisschen Energie nachgespawnt bekommt, weil er ja immer 12 Punkte nachlädt. Also von beiden Mana-Varianten. Bräuchte ich halt noch eine Waffe, die auch das rote Mana benutzt. Scheiße. Ach, komm schon. Haben wieder ganz schön viel.
So, und hier oben war nämlich noch dieser eine große Durchgang, den man auch mit der Waffe kaputt machen kann. Ja, mit dem Zauberstab. So, hier. Was hat er hier noch? Ach genau, das war das mit dem plötzlich aufgetaucht. So. Jetzt ist hier nämlich noch eine große Wand. Eine große Wand. So, weg mit den Spinnenweben. Und wieder eine Gelegenheit. Wäre wieder eine Gelegenheit für eine Fackel. Ach, guck mal. Hier kommt man jetzt an diese Waffe ran. Torfbrenner. Gute handwerkliche Verarbeitung schleudert brennenden, klebrigen Torf, der nach einem Moment explodiert. Und jetzt habe ich auch mal was, womit ich diese Waffe füttern kann. Aber, lass mich raten, es ist auch wieder ein Dreierplatz. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kriege ich also nicht unter, wenn ich das auch das Schwert benutzen will. Das fliegt raus. Sieht aber cool aus. Das muss man der Sache lassen. Ach geil, dass man echt von hier dann tatsächlich schon den Glockenturm sieht. Das hat was. Die Frage, ging es hier noch irgendwo wirklich weiter, wo ich noch nicht irgendwie auf anderen Wege rangekommen bin. Jemand, wir können hier oben rüber. Nein! Scheiße. Blöde Ausdauer. I hate it so much. Vor allem, wieso fliegt der immer noch? Jetzt aber Schnauze voll von dem Ding. Hier bei dem letzten Sprung, da ist so eine kleine Falle in der Levelarchitektur, diese kleine Ecke hier. Da kann man auch immer ein bisschen runtergeschubst werden. Oh, Moment. Zack, her damit. Danke. So, hier haben wir jetzt einen Weg runter. Und da drüben, das war der andere Weg, wo ich den Pfeiler eingeschlagen hatte. Hier geht's wieder zurück in das Gebiet. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Ja. Nee, mit euch lege ich mich jetzt nicht. Ich mache euch jetzt nicht alle kaputt. Hier geht es nämlich wieder runter in die Kanalisation, oder? Ja. Und ratet mal, wer wieder alles da ist. Everybody. Es muss doch auffallen beim Designen, dass man, ups, alle Gegner wieder zurückbringt und ups, nicht alle Magie und Munition. Aber ich glaube, hier drin, hier habe ich alles erledigt eigentlich. Wisst ihr nicht, wo jetzt hier noch, war hier noch irgendwo ein Tentakel? Ah, das habe ich mir leider nicht gut genug gemerkt, wo überall Tentakeln waren. Da war ich, habe ich nicht genug aufgepasst. Aber ich glaube, hier unten war nicht direkt noch einer.
Hier drüben. Hier könnten noch mal irgendwo welche gewesen sein. War auch so ein bisschen hätte Fahrradkette mäßig. Da unten glaube ich nicht. Manchmal hat man auch ganz schön Glück mit den Treffern. Achso, ich habe mein Torfgeschütz noch gar nicht benutzt. So, kann ich jetzt hier noch irgendwas dran machen an ihm? Nee, ne? Oh, oh, oh. Immerhin, der lässt ordentlich krachen. Das sind aber auch alles nur die Rückwege. Ja, nochmal ein bisschen Munition. Aber... das ist alles nicht so... krasse Gebiete jetzt, ich sagen würde, das da war irgendwas. Vor allem, also wie viele Gegner jetzt zurückkommen, da ist eigentlich tatsächlich durchrennen die bessere Option. Kam auch noch einer, oder? Ja. Drei Bolzen. Mein Gott, gebt einfach ein bisschen mehr. Das Ding hat dich auch erkundet. Hat sie nicht irgendwie noch was gesagt, dass es... irgendjemand hat doch gesagt, dass es schwierig sei, ranzukommen. So, da sind nochmal Tentakeln, aber da komme ich nicht rüber. Hier ist nochmal ein bisschen Lebensenergie. Hier hinten war... ah, ich glaube, hier war auch nochmal ein Durchgang, den man öffnen kann. Mit der entsprechenden... mit dem Zauberstab. Hier. Aha. Bonus, oder? Ja. Es war aber noch nicht die Stelle, von der ich gerade dachte, dass hier noch was wäre. Das ist nochmal woanders. Ach, kurios. Die sind jetzt hier nicht wieder zurückgekommen. Die hingegen schon. Nicht lang? Wo war denn das? Obwohl, nee, es kann sogar sein, dass es da unten ist. Ja, doch, doch, doch. Das ist hier richtig.
Wir sind hier richtig. Da war Medizin. Und ich glaube, hier unten in den Tunneln war noch irgendwo eine Barrikade, die man weghauen könnte, müsste. War, glaube ich, gar nicht so clever. Hier ist was. Oh, scheiße. Ah, fuck. Oh, Mann. Denn noch genug? Ah ja, okay, da fahre ich eine ganze Menge. Die eine Barrikade war quasi nur eine Abkürzung, die mich allerdings direkt in die Arme von massig Gegnern getrieben hat. Aber, warte mal, da könnte ich jetzt mal mein Torfgeschütz benutzen. Hier wieder, ne? Wenn man jetzt den kompletten Zugriff hätte auf, ach guck mal, hier Geheimnis gefunden, wenn man jetzt hier den kompletten Zugriff hätte auf die, aufs Arsenal, einfach mit einem Rollrad oder so, dann, oh, Alter, geht's noch? Dann wäre das, glaube ich, auch deutlich angenehmer, wenn man einfach schnell durch die Waffen durchwechseln könnte. Das hier sind die Bodenplatten wahrscheinlich, die die Fallen auslösen. Ach, guck mal, hier nochmal ein Upgrade. Sehr schön. Ah, okay. Damit kriegt man auch dann volle Gesundheit zurück. Aber trotzdem noch. Nein. Also, jetzt mal gucken. Das ist geil, ich sehe jetzt schon, dass da Typen dahinter sind. Ich glaube, es war nur die Truhe. Ja, mehr war es nicht. Das heißt, hier hat sich der Kreis geschlossen. Gehen wir nochmal hoch.
Wir müssten mal zu dem Totem kommen, oder? Nee. Nee, hier landen wir im Innenhof. Aber... Guck mal, die Dings kann man auch explodieren lassen. Die, Alter. Oh mein Gott. Die Ansammlungen von, dem Gas. Das müsste aus, als könnten die brennen gerade. Geht doch nicht. Ah, nee, warte mal, das ist ja Eis. Ah, doch, die können explodieren. Ach, cool. Das wusste ich noch nicht. Nein, ich will nicht nach oben. So, warte mal. Hier hinten hat man noch eine Tür, durch die ich nicht durch konnte, oder? Also das ist noch irgendwie ein Weg zurück. Aus. Eine Etage weiter oben. Dahin. Hier war die große Kampfarena. Wo natürlich auch wieder mehr oder weniger alle da sind. Ach, guck mal, die großen sind sogar nochmal hinterhergekommen. Beziehungsweise die sind neu, ne? Aber heißt das, dass hier eventuell irgendwie eine neue Nebenaufgabe ist? Wir sind zwei von den großen da hinstellen. Das ist eigentlich auch nur der Durchgang da hinten. Drei sogar. Ja, das ist, die Großen lassen auch nichts fallen. Vielleicht wäre ein Erfahrungspunktesystem auch die bessere Wahl gewesen, weil man dann wenigstens immer diese Belohnung hätte, wenn man einen Gegner erledigt, dass du wenigstens weißt, irgendwas steigt an. Aber endlich mal wieder voll ausgerüstet. Stimmt, hier waren noch eine ganze Menge von den Ranken.
Hier war auf jeden Fall noch eine große. Das ist komplett neu. Das war vorher nicht zugänglich, glaube ich. Oder es ist auch wieder nur eine Abkürzung zurück. Obwohl, sieht nicht so aus. Nee, das sieht nach einem neuen Gebiet aus. Aber was ist hier? Ein Tor, das ich nicht öffnen kann? Hier geht's nur noch mal rüber. Da komme ich nicht rein. Wer hält sich denn hier so ein Viech? Aber dann ist das doch der Weg zurück. Kann ich momentan nicht aufsammeln, oder nicht? Mein Geldinventar voll, oder was? Da hat sich ja an. Ja, aber hier geht's nicht rein. Aber, da war jetzt auch gerade nochmal die Anzeige, wenn etwas gar keine Tür ist, dann sagt er nicht, dass es verschlossen ist. Sondern... Guck mal, ich hab noch einen Hebel. Müsste ich natürlich noch irgendwo den Platz für den Hebel finden. Also wenn eine Tür quasi nicht in irgendeiner Weise interaktiv ist, dann steht auch oben in der Ecke nicht verschlossen oder so. Also das heißt, diese kleinen Türen in dem Dorf, wo ich war, die müsste man tatsächlich noch öffnen können. Und zwar dieses Angestellten-Dorf bei der großen Villa. Ich sehe jetzt auch nicht irgendwie, was aktivieren kann. Weil, ist hier nochmal ein ganzer Bereich oder ist das nur... Obwohl, es sieht ein bisschen... Sieht sehr leer aus, ist wahrscheinlich nur Grafik. Also Hintergrundgrafik. Aber jetzt hätte ich hier echt gedacht, dass man irgendwie ein bisschen weiterkommt, wenn sie einem schon das Gebiet hier öffnen. Da taucht man raus aus dem Gang. Hier, da kommt man dann runter. Hier war nichts mehr, glaube ich. Kommt man dann... Ja, hier war der Totem. Kommt man denn hier irgendwie nochmal durch? Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Sackgasse. Also da geht's nicht nochmal weiter. Das heißt aber auch... Ja, aber vor allem, weil da zwei Wege nochmal zurück sind. Okay, pass auf, dann schaue ich jetzt doch mal oben lang. Was da eventuell noch hätte sein können. Aber hier komme ich nur auf den Wehrgang oben rauf. Kann man auch echt Zeit drin verbringen. Ah nee, ist sogar nur der Ausguck. Wollte nicht nach oben. Ich dachte, ich kann hier irgendwo runterspringen. Dann wollen wir
Hier hinten nochmal auf den auf die Plattform hoch. Zack. Fallengeschütze sind aus. Es war auch überall nichts mehr. Er war stets bemüht. Das ist auch nicht das Rätsels Lösung. Irgendeine Art von kleinen Hilfen, das wäre schon. Das wäre schon nicht schlecht. So nett das auch aufgebaut ist. Ja, genau. Alles wieder vollgespawnt. Ihr habt ja wohl einen Kopf offen, ey. Wie komme ich denn da hoch? Hier kann ich durch die Massen nochmal durch. Das ignoriere ich jetzt einfach, was hier alles rumläuft. Eigentlich jetzt anzünden können, die Fallen unten. Genau, weil hier habe ich ja die Tür geöffnet. Weiter. Da oben ist nochmal so eine Tentakel, aber die war vorher auch schon so weit weg. Nichts davon hilft mir wirklich weiter. Doch da ist es jetzt mit dem Nachspawnen der Gegner halt ein bisschen schwierig, weil ich muss mich ja nochmal überall umschauen, um zu gucken, wo könnten denn noch Wege sein. Und dann kommen die halt zurück und ich habe so wenig Ressourcen oft. Ketten Reaction. Danke. Immerhin kann ich jetzt diese ganzen Torf-Ladungen hier mal einsammeln, die noch überall rumlagen. So, jetzt bin ich nur eine Etage höher. Oh, ist da ein neuer Gegnertyp irgendwie dabei? Was ich öffnen kann.
Alles verschlossen. Ah! Das war mir neu. Irgendwo öffnen sich denn doch immer noch mal Wege. Oh, oh. What the fuck? Jetzt haben wir den 3DFX-Modus aktiviert. Auf einmal sind, wirken die Texturen so ein bisschen geglättet, weil das ganze Bild so verschwommen ist. Das ist aber auch was, womit sie schon mal hätten öfter arbeiten können. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Aber ich kann Magie wirken. Jetzt hat sich der Geist hier aufgelöst. Ah, das ist jetzt echt cool. Also auch der Look. Ein bisschen mehr leuchten. Bin gespannt, was hier oben ist. Feder. Wenn ich genug Geld hätte, könnte ich wieder Zaubersprüche upgraden oder überhaupt mal einen Zauberspruch upgraden. Oh. Der hat auch schon bessere Tage erlebt. Oh Gott. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Aber höher geht's nicht, oder? Nee. Hat sich doch gelohnt, hier nochmal eine Runde zu drehen. Ach, guck mal, es geht sogar nochmal in den Keller. Nee, Moment. Das gehörte zum normalen Haus. Ja, ja, aber. Ja, na klar. Zeit für Mr. Torf. Torfwerfer. Ach, guck mal. Geht auch noch nach unten. Zutach. Hier noch irgendwie ein Geheimgang sein, dass man... Ah, guck mal, schon öffnet sich eins von den Toren. Und da war gerade an der Tür waren gerade dynamische Schatten drauf. Auf der Lichtquelle. Und wo kommen wir jetzt raus? Ah, guck mal, haben wir das Geheimnis gelüftet. Okay. Na, immerhin. Also diese aus diesem Wirbel zurückkommenden Monster, die mag ich nicht. Hier waren die Geschütze, hier ist dann wieder der Hauptgang. Die sind
auch wieder alle da. Na klar, ihr seid auch wieder alle da. Aber hier ist, glaube ich, nicht irgendwie mehr. Ja, genau. Na klar. Das Geld hätte ich gern zurück. Ey, Leute. Sagen wir eigentlich noch gerade einen Trank, ja. Ja, aber hier ist nichts. Hier ist nichts, meine Damen und Herren. Hier sind wir schon hoch. Hier geht's in die Bibliothek. Waren, glaube ich, auch keine Ranken mehr. So, ach guck mal, hier ist eins von den Büchern. Ist ein bisschen schade, dass man die für nicht vorher einsammeln kann, dass man die Quest dann unter Umständen vielleicht schon abgeschlossen hat. Wird auch wieder ein Incentive zum Abrennen. Geht's nur wieder zurück in die Taverne. Und wir sind wieder in der Bibliothek. Waren in der Bibliothek noch irgendwo? Noch irgendwo Wege, die ich nicht entlang gehen konnte. Da hatte ich eigentlich alles eingesammelt. Ich glaube. Aber wisst ihr was? Ich glaube, den Rest lasse ich. Obwohl, ich könnte noch einmal zurückgehen zum zur Villa. Das mache ich, glaube ich, und nach der Villa dann weiter den Hauptweg entlang, weil das ist irgendwie so ein merkwürdiger Sisyphus auf Arbeit jetzt hier. Das auf gut Glück. Also allein schon nach diesen drei Büchern zu suchen, das lassen wir jetzt mal. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.